Das größte Museum der Vorgeschichte in Europa befindet sich in Kinzon. Der Alltag unserer Vorfahren aus der Stein- und Bronzezeit wird hier lebendig dargestellt. Die Darstellungen sind so lebendig, dass nicht nur Erwachsene, sondern insbesondere auch Kinder ihre Freude daran haben. Gelegen zwischen Berg und See gilt Moustiers-Sainte-Marie als eines der schönsten Dörfer Frankreichs. Schon im 5. Jahrhundert siedelten hier Mönche, die ein Kloster gründeten. Heute zeugt nur noch eine Kirche aus dem 12. Jahrhundert von dieser Zeit. Der Aufstieg zu ihr lohnt sich. Keinesfalls entgehen lassen sollte man sich das Keramikmuseum. Im 17. Jahrhundert war Moustiers weltweit berühmt für seine Fayencewaren und heute bewundern wir die Ausstellungsstücke mit ihren wunderschönen Bemalungen. Thank you.
In den Lac de Sainte-Croix mündet der Verdun, der sich bis zu 700 Meter tief in den weichen Jura-Kalk grub. Die Verdun-Schlucht ist somit die größte Schlucht Europas und gilt auch als eine der schönsten. In der Nähe von Castellane wurden etwa 40 Millionen Jahre alte Überreste von Seekühen entdeckt. In der Mitte des Ortes gibt es deshalb ein Museum, das sich mit Seekühen und ihrer sagenhaften Version, den Sirenen oder Meerjungfrauen, befasst. Schon die Babylonier hatten in ihrer Mythologie solche Fischwesen und in deren Folge auch die Griechen. Aber erst Kolumbus beschrieb die neu entdeckten Seekühe als Meerjungfrauen und seitdem gibt es diese Querverbindung. Wir aber wollen die originalen Fossilien untersuchen. Nach einer kleinen Wanderung erreichen wir auch die heute hinter Plexiglas geschützten Versteinerungen. Gleich an der Straße hinter Digne-les-Bains stehen wir vor einer spektakulären Felsenplatte, die mit mehr als 1500 Abdrücken von Ammoniten bedeckt ist. Unweit davon befindet sich das Geologische Museum, das vor allem Versteinerungen zeigt, die in der Nähe gefunden wurden. Thank you.
Zwischen der Ruine der romanischen Kirche Saint-Martin ist in Bologna vor allem das Treppenhaus des ehemaligen Schlosses interessant. Dort erfreuen wir uns an den Stuckarbeiten, die ein Künstler mit viel Humor gestaltet hat. Thank you.